Tag 3 vom Westweg. Weiter geht's. Ja, Tag 3. Ich würde mal sagen, bis jetzt auf jeden Fall Tiefpunkt. Gestern hat es die ganze Zeit nur geregnet und ab heute Abend ist da noch Sturm dazu gekommen. Also hier oben, alter Schwede, hat es gekracht und gewindet. Ohne Ende. Mega kalt. Ich war gestern schon nicht komplett durchnässt, aber es war schon einiges nass. Das musste sich dann irgendwie trocknen. Ich habe die ganze Nacht gefroren. Mega Kopfschmerzen aufgewacht. Musste mir erstmal 2 Kopfschmerztabletten nehmen. Also das Wetter macht mir richtig einen Strich durch die Rechnung. Damit muss ich halt irgendwie klarkommen. Auch wenn es mir gerade mega scheiße deswegen geht. Knie machen es nicht besser, weil je kälter es ist, desto mehr nerven meine Knie rum. Ich kann kaum auf der Seite liegen. Und auch auf dem Rücken tun mir die Knie weh, weil sich das Bein so durchstreckt. Auch nicht so geil. Ja, ich bin jetzt kurz vor Vorbach. Ja, ihr seht ja, oder ihr wisst es ja gar nicht, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr in der Prinzenhütte, so wie ich gestern aufgehört hatte oder gesagt hatte, dass ich da hingehe. Weil ich hatte so im Gefühl abends, das wird hier nichts. Das wird ungemütlich und das wird auch nicht gut. Ja, bin ich zurückgewandert zum Turm, das waren 1,2 Kilometer, habe mich da in die Hütte gelegt. Und das war eine goldrichtige Entscheidung, denn eine Stunde später fing ein Sturm an wie Sau und Regen von allen Seiten, links, rechts und sonst was. Da wäre es noch schlimmer wahrscheinlich gewesen dann mit dem Schlafen. Ja, mir wird hier alles abverlangt. Meine Füße tun weh, Blasen habe ich auch. Ich pflege sie jeden Morgen und jeden Abend mit Hirschtalcreme, um irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, gucken. Also ich fände es schön, wenn es von jetzt an trocken bleibt. Aber das kann ich natürlich nicht bestimmen. Oder wenn ich als nächstes wenigstens eine Hütte bekomme, wo ich ein Lagerfeuer vernünftig machen kann, dass ich mich wärmen kann und solche Geschichten. Ja, ich hatte mir gestern noch eine Zwiebelsuppe gemacht. Habt ihr, glaube ich, aber gesehen. Auf jeden Fall Memo an mich. Nächstes Mal mehr Schokolade oder an sich Süßkram mitnehmen. Ich hatte meine Kalorien halb aufgeteilt auf salzig und auf Süßkram. Aber beim Wandern hat man einfach mehr Lust auf Zucker. Punkt. Also Schokolade zum Beispiel. Oder ich hatte auch einen Kuchen dabei. Das habe ich als erstes aufgefuttert, so dass ich jetzt nur noch eine halbe Tafel Schokolade habe. Und dann der Rest ist salzig. Ich schätze mit den 2 Tagen bei Tripsi, den 2 Tagen, die ich jetzt habe, heute und morgen, das kommt ungefähr hin mit dem Essen. Vielleicht noch einen Tag mehr. Also 6 bis 7 Tage Essen kann ich durchaus mitschleppen. Mal gucken, sonst kaufe ich halt im Dorf was. Wenn ich nichts mehr zu essen habe, habe ich nichts mehr zu essen. Dann muss ich was kaufen, ist ja klar. Also meine Motivation ist auf jeden Fall auf dem Tiefpunkt im Moment. Dem bis jetzigen Tiefpunkt. Kann ja noch schlimmer werden, man weiß ja nicht. Vielleicht denkt sich Mutter Natur, ach komm, schmeißen wir mal ein bisschen Hagel rauf oder so. Das weiß ich nicht. Unwahrscheinlich, aber möglich. Es kam mir so vor, als hätte es gestern Nacht einmal ganz kurz geschneit, aber da kann ich mich auch geirrt haben. Da war es dunkel. Es kann auch irgendwelche Blätterreste oder so gewesen sein. Ja, windig und trist, so liegt der Wald da. Aber ich muss weiter. Ach, wie wunderbar. Und los. Guckt euch mal den Baum hier an, mit diesen riesen Pilzen, die da rauskommen. Er hat mir mal sagen lassen, dass dieser Schwamm, der da rauskommt, nichts anderes ist als das Geschlechtsorgan des Pilzes. Also das Pilzgeflecht innen ist der eigentliche Körper und nur außen werden diese, ja,
Schwämme rausgetragen. Ja, und da hinten der Baum, der Tote, der sieht ähnlich aus. Da sind sogar schon die Pilze bemoost. Das ist ein richtig schönes Fleckchen hier. Ja, und hier habe ich gerade Pause gemacht, relativ lange. Denn ich muss sagen, erstens habe ich hier gerade mega den anstrengenden Streckenabschnitt, weil das geht schon seit 2 Kilometern, nur so hoch und runter. Nur hoch meine ich, runter geht's gar nicht und ich bin immer noch nicht ganz oben. Und ja, zweitens, an sich bin ich langsam etwas kaputt von heutigen Wandern. Ich spüre meine Beine ziemlich. Das Gewicht des Rucksacks mit 22 Kilo bis 24, je nachdem wie viel Wasser dabei ist, ist schon heftig. Aber ich wollte das ja und muss ich auch damit klarkommen. Ach ja, übrigens, falls ihr euch fragt, was es so in der Pause gibt, es gibt Wasabi-Nüsse. Guck mal da, Esskastanien. Die haben erstens hinten so einen Buschel hier dran und zweitens ist deren Hülle viel, viel stachliger. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie man die zubereitet, dann schaut doch mal beim Tripsi vorbei auf dem Video, wo wir beide auf dem Bushcraft-Treffen waren. Die sind aber gespannt, was ich mache. Ja, ich gehe einfach nur weiter, Freunde. Ciao, ciao. Na, wie geht's dir? Du hast ja Riesenschlappohren. Warte. So, gleich kriege ich Haue. Schlappärschen. Tup, tup. Uha, da hörte das Beißen aber einmal kurz auf. Naja. An Elbfischen. Ach komm, willst du noch einen? Ja, ich bin mal nicht so, ne? Ah, auf dem Zaun ist aber ordentlich Strom drauf, Leute. Eieieiei. Heftige Scheiße. Also immer schön aufpassen mit solchen Zäunen. Wolfsbrünnele. Bis ins 18. Jahrhundert gab es auch bei uns Wölfe. Davon zeugen alte Namen, wie der des Wolfbrunnens hier im Tennet. Der Sage nach wurde ein Kind zu diesem Brunnen zum Wasserholen geschickt. Da es lange nicht heimkehrte, forschte man nach, fand aber nur noch Schuhe, Kleiderfletzen und Blutspuren. Ein Wolf hatte das Kind gerissen. Seitdem heißt das Brünnele Wolfsbrünnele. Ja, um das gleich verziermäßig richtig zu machen, hat man da auch einen Wolf dran gemacht. Ja, dann trinke ich gleich mal ein bisschen aus dem Wolfsbrünnele. Na, gib mir Futter, du Dovian. Na los, gib mir Futter. Na, oh, dann halt nicht. Hast du was zu essen? Hm? Nicht? Ja? Doch? Na, jetzt sag schon. Na. Ja, ich bin wieder da. Guck mal. Ja, genau da. Hä? Ist das was zu essen? Los. Oha. Nee, nee, nee. So nicht, Freundchen hier. So nicht. Ja, jetzt bin ich in einem Dörfchen namens Hausach gelandet. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch gegangen. Ich habe auch schon seit einer halben Stunde keine rote Raute mehr gesehen. Aber da steht Vorbach, 1 Kilometer. Und in Vorbach ist auf jeden Fall wieder Westweg. Also gehe ich einfach nach Vorbach. Ja, ein wunderschönes kleines Städtchen. Und direkt hier durch fährt auch die Bahn. Ja, Vorbach habe ich jetzt schon 1 Kilometer hinter mir gelassen. Ich muss sagen, Gausach und Vorbach, die direkt nebeneinander liegen, das sind richtig schöne Städtchen. Richtig nett da. Gibt viele kleine Täfelchen, wo Geschichte drauf zu lesen ist. Über Auswanderer, Einwanderer, dass zum Beispiel Gausacher nach Amerika ausgewandert sind. Ja, und was mir besonders gut gefällt, es gibt alle paar hundert Meter irgendeine Art von Brunnen. Also konnte ich schön was trinken. Das hat mir gefallen. Ja, und jetzt bin ich schon wieder relativ weit oben im Berg. Und die nächste Station heißt Unterstmatt, falls es so ausgesprochen wird. Ja, ich befinde mich jetzt hinter Vorbach an der Wegscheidhütte. Laut dem Thermometer haben wir knapp, ja, nach 7 Grad sieht das aus. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht
Das hier ist die schöne Hütte. Und jetzt guckt euch doch mal an, wie geil. Hier gibt es ein Dachparterre. Und sogar hier Kehrblech, ein Löschwasserkanister, der leer ist. Klettern wir doch mal hoch. Ja, und so sieht das hier oben aus. Nochmal ein Besen hier auf der Seite. Ja, und da sowas wie eine Notdecke. Sogar Fenster eingelassen. Ich bin zwar heute erst 12 Kilometer gewandert, aber irgendwie sieht das hier aus wie mein Nachtlager. Ich kann mir nicht helfen. Ich werde auf jeden Fall zum Schwarzenbach Stausee gleich wandern, weil wir haben nur noch einen Liter Wasser und ich möchte mir das auch mal angucken. Weil vielleicht ist da ja eine genauso geile Hütte, dann kann ich heute doch noch ein paar Kilometer machen. Ja, ein kleiner Ausblick, wo ich morgen vorbeikomme. Ich wollte hier nur mal runtergehen, um zu gucken, ob es hier noch eine Hütte gibt oder so. Eine andere, die vielleicht ähnlich gut ist oder wenigstens halb gut. Gibt es, aber die ist zu mieten. Aber hier komme ich morgen vorbei und dann genieße ich erstmal den Abend oben in der Wegscheidhütte. Ich glaube, das wird ein schöner Abend, endlich mal. Wegen des seit 2 Tage andauernden Regens ist natürlich alles Holz nass. Ja, und im Moment regnet es auch noch. Jetzt gerade wieder ein bisschen schwächer, aber genug, um das Feuer zu nerven und mich zu nerven, dass ich nicht gemütlich da draußen sitzen kann. Ja, ich könnte jetzt das Holz entrinden, spalten, dass es wirklich trocken ist, dann ständig dabei bleiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Deshalb lasse ich das Feuer jetzt langsam ausgehen, werde hier auf der Türschwelle ein bisschen essen, mich oben in die Dachkammer begeben, ja, ein bisschen was lesen oder so und dann schlafen gehen. Tag 3 endet besser als Tag 2. Ein großes Problem habe ich nur noch. Ich habe jetzt nochmal alle Kameraakkus durchgeladen. Die halten also ungefähr 3 Tage, ein bisschen mehr, wohl eher so um die 4 bis 5, jedenfalls die Canon. Die Actioncam benutze ich ja öfter. Ja, und meine Powerbank sagt langsam, ich habe nicht mehr so viel. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das stimmt, was sie da anzeigt. Aber wenn es stimmt, dann könnte ich bald ein Problem kriegen, weil dann hätte ich keinen Saft mehr für mein Handy. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt alles hinkriege. Ist halt doof jetzt. Vielleicht melde ich mich später nochmal. Regen. Regen. Regen und Regen. Ja. Regen.